Bam, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal geht es um die Themen Nähen und Sachen selber machen, DIYs, Basteltutorials. Wenn das die Art Videos sind, die ihr gerne guckt, dann abonniert doch den Mommy Made Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann informiert YouTube euch, wann immer ich etwas Neues hochlade und ihr verpasst nichts von den wundervollen Dingen, die hier passieren. Heute mache ich mit euch ein ewiges Terrarium, auch Flaschengarten oder Florarium genannt. Letztlich pflanzen wir Pflanzen in ein luftdicht verschlossenes Gefäß und auf magische Art und Weise, die nichts mit Magie zu tun hat, sondern mit Wissenschaft, die ihr in der Regel im Biologieunterricht oder auch in Erdkunde vermittelt bekommt, lebt das Ganze weiter, obwohl es ein verschlossenes System ist. Und weil das so ist, eignet sich das ganz wunderbar als Geschenk für Leute ohne grünen Daumen, die aber trotzdem gerne Pflanzen in ihrer Wohnung haben möchten. Denn wie gesagt, man muss sich darum nicht kümmern, das kümmert sich um sich selbst. Es ist ein ganz, ganz tolles, einfaches Projekt, bei dem Kinder mitmachen können, Spaß haben und auch noch was dabei lernen. Wir haben das unlängst auf dem Kindergeburtstag gemacht, das kam sehr, sehr gut an. Und letztlich ist es auch einfach ein schöner Dekoartikel, mit dem man Dinge wie das riesige Einmachglas, das man noch aus der Ich-mache-selber-Kombucha-Zeit zu Hause hat, endlich mal einem neuen Zweck zuführen kann. Was ihr dafür braucht, ist also ein großes Glasgefäß. Das kann so ein Kübel sein, der ursprünglich mal für das Gären von, ich weiß nicht was, da war und schon ewig im Keller rumstand. Es kann ein großes Einmachglas sein oder es kann auch ein großes Einmachglas mit Schraubverschluss sein. Solche habe ich für den Kindergeburtstag, wie gesagt, verwendet. Wichtig ist, dass euer Gefäß luftdicht verschließbar ist. Das ist bei Schraubgläsern der Fall, auch bei solchen Einmachgläsern. Wenn ihr einen großen Kübel findet, wie ich den hier im Keller gefunden habe, dann guckt, dass ihr vielleicht einen passenden Korkdeckel oder ähnliches findet. Materialien, wie immer, unten in der Infobox verlinkt. Des Weiteren braucht ihr etwas Blähton oder dieses Granulat, das man für Hydrokulturpflanzen gerne verwendet. Ein wenig Holzkohle und einen Hammer. Blumenerde bzw. Substrat, im Idealfall ohne Dünger. Ein kleines Gefäß, das durch die Öffnung eures Glases passt und mit dem wir hinterher unseren Flaschengarten wässern können. Und natürlich Pflanzen. Welche sich dafür eignen, das blende ich euch hier einmal ein. Das könnt ihr euch dann ausdrucken und mit in den Blumenfachhandel oder den Baumarkt nehmen. Wichtig für das Gelingen eures Flaschengartens ist auf jeden Fall die Verwendung von Moos. Das Moos sorgt für ein ideales Klima in eurem Glas. Eine Gelinggarantie habt ihr, wenn ihr euch tropisches Moos im Einzelhandel besorgt. Aber auch mit einer Handvoll Moos aus dem heimischen Wald kann das sehr gut klappen. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ich zeige euch, wie das geht und erkläre euch dann am Ende des Videos noch ein bisschen was dazu, wie das genau funktioniert und beantworte noch die ein oder andere Frage. Viel Spaß! Reinigt euer Glas, bevor ihr anfangt, denn das reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Schimmelbildung zu einem späteren Zeitpunkt. Füllt dann euren Blähton in euer Glas. Macht das am besten vorsichtig händeweise durch die Öffnung oben. Ihr könnt euch auch einen Trichter bilden. Von oben in das Glas hineinschütten solltet ihr absehen, denn das staubt dann ganz schrecklich und macht euer Glas einfach schmutzig. Das wollen wir nicht. Guckt, dass eure Blähtonschicht hinterher etwa so 4 cm hoch ist. Zerkleinert eure Holzkohle dann mit eurem Hammer und zwar so, dass die größten Stücke höchstens so 1 cm groß sind. Die Kohle ist antibakteriell und soll eine Schimmelbildung verhindern. Füllt eine dünne Schicht davon auf euren Blähton, auch wieder ganz vorsichtig, damit ihr euer Glas nicht beschmutzt. Zu guter Letzt füllt ihr euer Substrat ein und zwar eine etwa 5 bis 6 cm hohe Schicht davon. Jetzt sind eure Pflanzen an der Reihe. Befreit die von den Töpfen, in denen ihr sie gekauft habt und schüttelt so viel Erde wie möglich von den Wurzelballen ab. Macht mit eurer Hand vorsichtig eine Kuhle in eure Erdschicht in eurem Terrarium und setzt dort die kleinen Pflanzen hinein. Bam, 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 bam.
Guckt, dass ihr nicht zu viele Pflanzen in euren Flaschengarten setzt. Ich habe hier bei meinem 5-Liter-Glas meine zweite Pflanze später noch ein Stück zur Seite gesetzt und die dritte hineingesetzt. Das ist aber tatsächlich das höchste der Gefühle. Denkt daran, dass die Pflanzen darin auch Platz haben sollen, ein bisschen zu wachsen und dass ihr ja auch noch Moos hineinsetzen möchtet. Ohne Moos nichts los. Für euren Flaschengarten ist der Einsatz von Moos wirklich, wirklich wichtig. Moos hält die Luftfeuchtigkeit hoch und dann fühlen sich die anderen Pflanzen darin sehr wohl. Es gibt unfassbar viele Arten von Moos. Tropische Moose könnt ihr im Einzelhandel kaufen. Wir haben aber auch sehr gute Ergebnisse mit Moos aus dem heimischen Garten erzielt. Guckt da, dass ihr was findet, was in wirklich sehr, sehr feuchten Ecken des Waldes wohnt. Denn in unserem Flaschengarten wird es ja sehr feucht sein. Vielleicht findet ihr so wie ich hier auch ein Stück, an dem mehrere Moosarten an einem Fleck wachsen. Das ist dann besonders hübsch. Euer Moos müsst ihr nicht einpflanzen in dem Sinne, also ihr müsst keine Kuhle dafür machen, sondern es reicht, wenn ihr das an die obere Schicht Erde einfach andrückt. Wer möchte, kann jetzt noch Dekosteine, Kiesel oder auch kleine Figuren hinzufügen. Und dann braucht unser Flaschengarten nur noch etwas Wasser. Wenn eure Pflanzen, die ihr hier hineingesetzt habt, vor dem Hineinsetzen frisch gewässert waren, also eine sehr, sehr feuchte Erde um den Wurzelballen hatten, dann braucht ihr hier wirklich nur ein paar Esslöffel Wasser. Ich nehme so ein kleines Glasgefäß und das verteile ich in meinem Flaschengarten und das reicht dann auch schon. Jetzt könnt ihr den Flaschengarten verschließen. Und die kleine Welt beginnt, sich selbst zu versorgen. So, fertig ist euer eigenes ewiges Terrarium, Florarium, eure eigene kleine Hermetosphäre. Achtung, Fachbegriff. Wie funktioniert das Ganze und warum nennt man das ein ewiges Terrarium? Dieser Begriff hat sich deshalb etabliert oder ist ein Modebegriff für diese Art Flaschengärten geworden, weil es tatsächlich welche gibt, die schon über Jahrzehnte verschlossen geblieben sind und wunderbar glücklich mit sich selber klarkommen. Wie funktioniert das? An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Ich bin weder Naturwissenschaftlerin noch Lehrerin, aber ganz, ganz vereinfacht dargelegt ist es so, dass mit dem Wasser, das wir beim Gießen eben eingeführt haben, wir den Startschuss erteilt haben für diese eigene kleine Welt, die sich selber versorgt. Die Pflanzen nehmen die Flüssigkeit über die Wurzeln auf und geben im Laufe des Tages und der Nacht Feuchtigkeit über ihre Blätter in diesen geschlossenen Raum ab. Diese Feuchtigkeit kondensiert am Rand unseres Glasgefäßes und rinnt an den Seiten wieder runter, wodurch die Pflanzen, tada, wieder gegossen werden. Auf die gleiche Art und Weise findet ein Austausch und ein Kreislauf mit so schönen, wichtigen Dingen wie Sauerstoff und Kohlendioxid statt. Wir alle haben sicherlich schon mal von Photosynthese gehört. Also das, was Pflanzen mit Grünteilanteilen vor allen Dingen dann machen, wenn sie Licht bekommen, nämlich Kohlendioxid aus der Luft zu ziehen und Sauerstoff abzugeben. Das machen sie, wie gesagt, vor allen Dingen unter Sonnen- oder Lichteinstrahlung. Nachts verbrauchen sie mehr Sauerstoff als CO2, also in etwa so, wie wir das im Alltag so tun. Wir machen ja keine Photosynthese. Wie gesagt, wenn ihr da detaillierter Bescheid wissen möchtet, fragt bitte, bitte eure Biolehrer oder auch eure Erdkundelehrer. Die haben euch sicher sowas zu Treibhauseffekten und sowas auch schon mal erklärt. Ansonsten lässt sich das sehr, sehr wunderbar im Internet recherchieren. Ich packe euch ein paar Links in die Infobox. Fragen dazu. Erste wichtigste Frage, was mache ich jetzt? Antwort? Gar nichts. Beziehungsweise euch einfach daran erfreuen. Denn, wie gesagt, diese kleine Welt genügt sich selbst. Vorausgesetzt, wir haben optimale Bedingungen geschafft. Es kann sein, dass ihr jetzt vielleicht im Eifer des Gefechts ein bisschen zu viel gegossen habt und jetzt ein bisschen zu viel Feuchtigkeit in diesem Glas ist. Dass das Glas ein wenig beschlägt, ist normal und ist ja gewollt. Wir wollen ja, dass diese Pflanzen sich wieder selber wässern und dass da ein Kreislauf entsteht. In der Regel ist es so, dass zum Beispiel morgens das Glas beschlagen ist, aber mit Lichteinstrahlung über den Tag wieder aufklart. Sollte dem nicht so sein und ihr merken, dass das irgendwie immer beschlagen ist oder unten in dieser Blähtonschicht, die wir eingefügt haben, sogar eine Pfütze gebildet haben, dann ist da zu viel Feuchtigkeit drin. Dann macht ihr euren Flaschengarten einfach auf und lasst den einen Tag oder so auslüften und macht das Ganze dann wieder zu. Wo sollte der Flaschengarten stehen? Der sollte hell stehen, denn wir haben ja gerade gelernt, die Pflanzen da drin wollen und sollen ja Photosynthese betreiben. Das tun die nur, wenn die Licht bekommen.
Ihr solltet es aber damit nicht zu gut meinen. Guckt, dass ihr euren Flaschengarten nicht in direktes Sonnenlicht stellt. Denn dann heizt das da drin zu sehr auf. Wenn da Pflanzenteile sogar irgendwie am Glas sind oder es so einen Lupeneffekt gibt, dann können die sogar verbrennen. Das möchten wir nicht. Wir wollen also hell, aber keine direkte Sonne. Und die Frage, die mir wirklich alle Kinder bei dem Kindergeburtstag unlängst gestellt haben und die auch tatsächlich gar nicht unwichtig ist, ist die Frage, darf ich da Tiere reinsetzen? Und die Antwort ist ja. Das ist sogar ziemlich gut. Was ihr jetzt nicht machen solltet, ist irgendwie da rausgehen und irgendwas einfangen und da reinstecken. Denn nicht alles überlebt da drin. Wir kreieren da drin sowas wie ein tropisches Klima. Damit kommt nicht jeder so gut klar. Was allerdings funktioniert und sogar hilft, sind Dinge wie, Lebewesen wie Tausendfüßler oder tropische Springschwänze oder weiße Asseln. Letztere bekommt ihr im Zoofachhandel. Und alle drei genannten sind deshalb sogar sehr hilfreich, weil sie nämlich abgestorbene Pflanzenteile zerkleinern, so sehr, dass die Mikroorganismen, die zum Beispiel mit dem Moos in euren Topf hier gekommen sind, dann alles auch wunderbar verarbeiten können. Sie halten euer Glas sauber. In Summe ist es eine glücklichere Welt mit ein paar Krabbeltierchen drin. So, jetzt habe ich euch ganz, ganz viel dazu erzählt. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Solltet ihr weitere Fragen haben, packt mir die gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir sehr helfen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr Lust auf weitere Tutorials von mir, der Sarah von MommyMade habt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann informiert euch YouTube, wenn ich etwas Neues hochlade und ihr verpasst davon nichts. Ich freue mich in jedem Falle, wenn euch das Spaß gemacht hat und wenn ihr es ausprobiert, und freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mm-hmm.